5 Tipps zum Schutz der Bauchspeicheldrüse. An die Bauchspeicheldrüse denken wir normalerweise nur, wenn diese erkrankt. In diesem Artikel beschäftigen wir uns ausführlicher mit der Pflege dieser unerlässlichen Drüse, die sich direkt hinter dem Magen befindet und Verdauungsenzyme sowie Hormone produziert. Schutz der Bauchspeicheldrüse. 1. Wunderbare Kreuzblütengewächse. Brokkoli und andere Gemüsesorten der Familie der Kreuzblütler sind als sehr gesund bekannt, insbesondere zur Krebsvorsorge. In verschiedenen Studien wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Verzehr von Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl und Weißkohl sehr vorteilhaft ist, um die Bauchspeicheldrüse vor einem möglichen Tumor zu schützen. Wir empfehlen zweimal pro Woche einen schönen Teller dampfgegarten Brokkoli, um für die Bauchspeicheldrüse etwas Gutes zu tun. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Kreuzblütler bei Schilddrüsenerkrankungen nicht empfehlenswert sind. 2. Mit dem Rauchen aufhören. Es wird aus verschiedensten Gründen nahegelegt, mit dieser stark gesundheitsschädlichen Gewohnheit Schluss zu machen. Bei Rauchern ist und andere das Risiko an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken sehr hoch. Versuche zu deinem eigenen Wohl und dem deiner Familie dieses Laster schnellstmöglich abzulegen. 3. Gesunde Ernährung. Auf frittiertes, verarbeitete Lebensmittel, raffiniertes Mehl, Zucker, industriell hergestellte Nahrung, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke und so weiter sollte so gut wie möglich verzichtet werden. Auch wenn es nach einem anstrengenden Arbeitstag oft praktisch ist, ein Fertiggericht zu essen und abzuschalten, ist dies ein großer Fehler. Diese Speisen enthalten viel Fett und andere gesundheitsschädliche Stoffe, die der Bauchspeicheldrüse direkt schaden. Statistiken belegen, dass die Wahrscheinlichkeit an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken bei ungesunder Ernährung enorm steigt. Eine gesunde Ernährung sowie der Verzicht auf übermäßigen Alkoholkonsum ist deshalb höchst ratsam. 4. Bauchspeicheldrüse entgiften. Wie bereits erwähnt, ist die Bauchspeicheldrüse für die Produktion und Synthese verschiedener Enzyme verantwortlich, die für die Verdauung notwendig sind. Wenn dieses Organ nicht richtig funktioniert oder durch die Ansammlung von Giftstoffen überlastet ist, kann es zu verschiedenen Störungen und Hormonschwankungen kommen, die zum Beispiel deshalb ist es ratsam, die Bauchspeicheldrüse von Zeit zu Zeit zu entgiften. Dies ist sehr einfach. An 3 Tagen im Monat werden 10 Gläser mit Säften und Tees eingenommen, die bei der Entgiftung der Bauchspeicheldrüse helfen und den Organismus wieder fit machen. In diesen 3 Tagen sollte der Organismus mit ausreichend Antioxidantien versorgt werden, zum Beispiel Früchte wie Orangen, Kiwis, Mangos, Erdbeeren und so weiter, welche die Bauchspeicheldrüse ebenfalls entgiften und stärken. Abends vor dem Schlafengehen ist ein heißes Bad mit einer Massage, mit einem Billingschwamm, angesagt, um die Durchblutung zu verbessern und die Funktionen der Bauchspeicheldrüse zu aktivieren.
5. Empfohlene Getränke zur Pflege der Bauchspeicheldrüse. Frische Säfte schmecken köstlich und sind auch sehr gesund. Nachfolgende Kombinationen helfen bei der Entgiftung und Regenerierung der Bauchspeicheldrüse. Gemüsesäfte werden am besten nachmittags oder am Abend zu den Mahlzeiten getrunken, Fruchtsäfte hingegen sind ideal am Morgen auf leeren Magen eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Dabei sollte kein Zucker verwendet werden. Saft mit Rosenkohl, Karotten und Salat. 1 Tasse Rosenkohl, dampfgegart. 1 Glas Karottensaft. 1/2 Glas Wasser. 1 kleine Selleriestange. Die Zutaten gut vermixen, bis ein homogenes Getränk entsteht. Schluckweise trinken. Saft mit Artischocken und Aloe Vera. 1 Tasse Aloe-Saft, das Fruchtfleisch, der Teil der am gelatineartigsten ist. 1 zartes Artischockenherz, schon vorgekocht. Saft einer halben Zitrone. 1/2 Tasse heißes Wasser. Alle Zutaten fein mixen, bis ein homogener, dickflüssiger Saft entsteht. Dieser ist perfekt für die Pflege der Bauchspeicheldrüse und wird zum Mittagessen empfohlen. Saft mit Papaya und Leinsamen. 1 große Scheibe Papaya. 1 Esslöffel Leinsamen gemahlen oder geschrotet. 1/2 Glas Wasser. 3 Mandeln. Alle Zutaten mixen, bis ein homogener Saft entsteht. Dieser ist ideal vor dem Frühstück auf nüchternen Magen. Damit wird die Bauchspeicheldrüse gesund bleiben und der Organismus mit ausreichend Nährstoffen und Energie versorgt.